Zu einer neuen Folge meines Podcasts. Das Thema heute ist der Endkampf im Krieg um die Macht in der Europäischen Union. Wie komme ich zu diesem Thema? Ganz einfach. Im Moment gibt es einige Kampagnen, die von den großen Volksparteien wie auch von den karitativen Vereinen unterstützt wird, die darum bitten, nur noch die etablierten Volksparteien zu wählen und nicht die rechtspopulistischen oder nationalistischen Parteien zu wählen. Dasselbe wird natürlich auch verlangt, dass man in den Mainstream-Medien nur noch über diese Parteien berichtet oder aber negativ über die populistischen Parteien berichtet. Dazu sieht man das Framing, also das, wie die ARD zurzeit berichten soll, was jetzt vor einigen Tagen bekannt geworden ist. Als nächstes steht drin, dass es eine EU-Verordnung geben soll, welche noch innerhalb des Märzes 2019 verabschiedet werden soll. Hierbei geht es um folgendes Thema. Es sollen terroristische Inhalte im Internet verboten werden, was prinzipiell ja erstmal nicht verkehrt ist. Aber hier soll wieder ein Upload-Filter, ähnlich wie bei der Urheberrechtsnovelle, entstehen. Des Weiteren soll die Reaktionszeit bei nur einer Stunde sein, und zwar egal, wann, an welchem Tag und um welche Uhrzeit. Und dies betrifft nach jetzigem Stand alle Leute, die irgendwie im Internet irgendwas veröffentlichen und eine Kommentarfunktion haben. Also sowohl Facebook wie Google, aber auch kleine Blogs und Internetseiten, sowie auch jetzt hier meine Internetseite, von der ich jetzt hier rede. Des Weiteren wird nicht definiert, was Terror ist. Ist Terror zum Beispiel schon genau das, was ich jetzt hier mache, indem ich Sachen erzähle, die nicht dem Mainstream-Meinung entspricht oder die nicht dem Framing der ARD entspricht? Das ist die Frage. Als nächstes ist angedacht die EU-Urheberrechtsnovelle, über die schon länger diskutiert wird. Diese sollte eigentlich schon letzte Woche verabschiedet werden, im Schnelldurchgang, aber wurde zum Glück noch aufgehalten. Im Artikel 11, der jetzt verabschiedet werden soll, Ende des Märzes 2019, geht es um die Verlinkung innerhalb des Internets, also von einer Seite zur anderen Seite. Diese Verlinkung darf nur geschehen mit einer schriftlichen Einwilligung desjenigen, zu dem man hin verlinkt. Dies ist meines Erachtens nicht ohne weiteres möglich für die meisten Leute, denn sowohl kleine Internetseiten wie meine oder aber auch große Portale wie Facebook und Google werden dies kaum machen können. Da hier besonders auch noch auf das Urheberrecht andererseits berücksichtigt werden soll, dass eben in diesen URLs, also die Verlinkungen, drinsteht, dass da kein eindeutiger Nachweis sein darf zu dieser verlinkten Quelle. Also es darf da nicht drinstehen, wenn da eine Internetseite gibt, http://heute.de/verfassungsschutz, darf dann nicht mit drinstehen, heute.de/verfassungsschutz, sondern es muss eine verkürzte URL wahrscheinlich benutzt werden. Ich frage mich, wie das gehen soll. Des Weiteren geht es hier um den Paragraph oder Artikel 13, bei dem geht es um die Verbreitung von urheberrechtlich geschützten Inhalten. Dies betrifft mich selber so gut wie gar nicht. Aber es gibt viele Seiten, die diese benutzen, um irgendwelche Memes oder irgendwelche Verarschungen oder sonstigen Witze sowie auch irgendwelche politischen Statements zu teilen. Und genau dies soll jetzt mit dieser Urheberrechtsreform eingeschränkt werden. Da dann die großen Verlage wollen, dass die Leute dafür Geld zahlen sollen. Dies ist meines Erachtens zwar für Google, Facebook und YouTube sinnvoll, aber nicht für die kleinen Leute, die auf Google, Facebook und YouTube ihre Sachen anbieten. Nämlich diese können sicherlich nicht diese ganzen Sachen überwachen oder filtern. Das heißt, hier sollte auch wieder ein Upload-Filter da sein, den die EU verlangt. Auch das finde ich nicht in Ordnung.
Als nächstes wurde vorgeschlagen, eine EU-Suchmaschine für kriminelle Inhalte. An sich hört sich das alles nicht schlecht an. Doch, was sind kriminelle Inhalte? Nach heutigem Standard hört sich das so an, dass sie mittlerweile schon Fake News verbreiten oder Hassrede kriminelle Inhalte sind. Also bin ich auch dagegen. Diese soll jetzt entwickelt werden in den nächsten Monaten. Diese soll dann später natürlich die Daten automatisch suchen und auch überwachen. Also auf gut Deutsch eine reine Zensur. Wenn man sich das alles anschaut, entwickelt sich hier die EU und insbesondere die BRD, also die Bundesrepublik Deutschland, zu einem Zensur- und Polizeistaat. Des Weiteren wurde vorgeschlagen, dass die verschlüsselte Kommunikation mit Messenger-Diensten oder dem Darknet verboten werden soll. Dies hat der Bundesrat plädiert und möchte, dass eben auch das Tor-Netzwerk, was für das Darknet benutzt wird, sowie eben Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram nicht mehr verschlüsselt übermittelt werden dürfen. Was auch noch schon verabschiedet wurde in den letzten Tagen, ist das Erfassen von Fingerabdrücken in den neu ausgestellten Ausweisen. Also jeder, der einen neuen Personalausweis beantragt, muss hier seinen Fingerabdruck abgeben. Und zwar dies ist jetzt EU-weit vorgeschrieben. Dazu werden natürlich auch schon die biometrischen Daten einer Person, also das heißt auf gut Deutsch, die Abmessungen des Gesichtes, die Position der Augen, die Augenabstände, wie auch die Position der Nase und des Mundes abgeglichen. Mit den Datenbanken soll das Ganze auch noch werden. Das heißt auf gut Deutsch, alle Daten, die hier gesammelt werden, werden mit Verbrecherkarteien und auch mit irgendwelchen sonstigen Fahndungsdateien, wahrscheinlich auch, so wie ich es verstanden habe, mit Steuersünderkarteien abgeglichen werden, sodass die Leute hier überwacht werden können. Also das ist jetzt eine Möglichkeit, die eingeführt wird für alle Leute, selbst die, die nicht im Internet sind. Finde ich eine Riesensauerei und ist eine große Möglichkeit, dass hier wieder ein großer Schritt Richtung Zensur und Überwachungsstaat entsteht. Als nächstes wurde gerade heute frisch verabschiedet, dass es eine Kameraüberwachung gibt für die Überprüfung von Fahrverboten, hier besonders für die Dieselfahrverbote. Aber ich bin mir sicher, nachdem jetzt hier auch in Bayern ein Polizeigesetz gibt, wo diese Überwachung von den Kennzeichen schon hinterlegt ist, dass man damit auch Terroristen oder sonstige Gefährder wie auch sonstige Verbrecher fahnden darf. Es wird zwar beteuert, dass damit nur wirklich Terroristen und Schwerstkriminelle gesucht werden, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht innerhalb kürzester Zeit auch zu einer kompletten staatlichen Überwachung kommt. Also liebe Leute, wenn ich das mir alles so anschaue, sind wir hier im Moment in einer Konstruktion, die sich zusammensetzt aus dem Orwell-Roman 1984, aus der Stasi und aus der SS-Zeit. Da muss ich sagen, das ist schon ganz schlimm, was hier alles passiert. Ich finde auch genauso, dass wir immer mehr vorgeschrieben bekommen von der Mainstream-Presse und auch von den Parteien, was wir sagen dürfen. Ob wir mit den Frauenrechten, so wie sie jetzt verbreitet werden, zufrieden sind oder so wie jetzt in den letzten Tagen auch gesagt wurde, dass eine Frau, wenn die 50 Jahre alt ist und mit Absicht keine Kinder kriegen wollte, dann ein 50.000 Euro Prämie kriegen, weil sie die Umwelt schützen, da sie kein Kind gekriegt hat. Was ich eine Riesensauerei finde. Des Weiteren finde ich allgemein auch, dass hier dieses Gender-Sprech, was im Moment sehr groß da ist, also auf gut Deutsch zum Beispiel auch dieses Gender-Sternchen, eben gefordert wird und eingehalten werden soll. Genauso auch, dass die Kinder im Kindergarten oder in der Schule immer mehr hineingeschubst werden sollen, dass die Eltern ihre Kinder am besten gleich nach der Geburt in die Krippe geben sollen, sodass sie von Anfang an vom Staat eingeimpft bekommen, was sie alles machen sollen und dürfen, sodass sie dann, wenn sie 20 oder älter sind, als gute Gefolgen und treue Staatsdiener da sind und ihre eigenen Eltern eventuell sogar beim Staat anzeigen. Also da sind wir wieder da, wo wir bei der Stasi vor 30 Jahren waren.
Also ich muss sagen, liebe Leute, wenn ihr das jetzt seht, ich empfehle euch, zwar zur Wahl zu gehen Ende Mai, aber boykottiert bitte die großen Parteien, sowohl die Union, wie die SPD, wie die Grünen, wie die FDP und auch die AfD. Obwohl die AfD natürlich in vielen Punkten die Erweiterung der EU verhindern möchte, kann ich sie nicht empfehlen, da sie mir zu rechtsradikal ist. Ich plädiere dafür, dass man irgendwelche Kleinstparteien wählt, denn wenn man nicht wählen geht, geht die eigene Stimme verloren und die großen Parteien bekommen so auch ihre Mehrheit zusammen, weil dann ja die Leute, die nicht wählen, einfach abgezogen werden und dann heißt es, von denen, die gewählt haben, haben 70% die etablierten Parteien gewählt. Und hier ist es ja vorgegeben, dass Merkel und Macron, genauso wie auch Martin Schulz und auch weitere Leute im EU-Parlament dafür plädiert haben, dass Deutschland und Frankreich näher zusammenwachsen in einer Armee, was ja auch schon bekannt ist, genauso aber auch in einer Arbeitslosenversicherung, in einer Sozialversicherung, wie auch in einem Finanzministerium. Genau, dies alles soll geschehen. Und da bin ich mittlerweile sehr kritisch und sage, die EU soll so bleiben, wie sie ist. Sie soll nicht verkleinert werden, sie soll nicht vergrößert werden. Schön wäre es, wenn auch Großbritannien dabei bleiben würde, aber es sollte auch so sein, dass sie nicht vergrößert wird, insoweit es mehr Macht nach Brüssel oder Straßburg verschoben wird und die einzelnen Länder wie Deutschland oder Frankreich weniger Macht haben. Nicht wohin läuft es, dass wir hier eine Diktatur kriegen, ähnlich wie beim Kommunismus und es eigentlich mehr oder weniger der neue kommunistische grüne Staat sein wird. Dasselbe ist natürlich auch mit der Umweltpolitik, die im Moment stark diskutiert wird, mit dieser schwedischen Kleinen, die da die ganze Zeit alles verbreitet und auch jetzt noch für den Nobelpreis vorgeschlagen wurde. Ich finde, hier wird diesen Partei gemacht gegen alles, was traditionell ist, ob man heterosexuelle Ehe zwischen Mann und Frau haben will, ob man dafür ist, dass Ausländer im eigenen Lande Hilfe bekommen, damit sie nicht ausreisen müssen und nicht verbombt werden. Oder wenn man dagegen ist, dass die Leute einfach sozial ungerecht behandelt werden. Ich bin dafür, dass wir die eigenen Leute genauso behandeln wie die Migranten und dass da keinen Unterschied gibt und dass Männer genauso behandelt werden wie Frauen und Frauen genauso behandelt werden wie Männer. Und da ist es egal, ob die Frau besser ist. Wenn sie das ist, dann darf sie natürlich mehr verdienen als der Mann und auch die Vorgesetzte sein. Wenn sie aber weniger weiß und weniger kann, dann darf der Mann natürlich mehr verdienen und auch bessere Position haben. Hängt je nach Qualifikation ab und nicht einfach nur nach Quote, so wie es eben die Leute wollen. Also, ich wiederhole, bitte wählt im Mai beim EU-Wahl eine Partei, die nicht von den Etablierten ist, also weder die Union, noch die SPD, noch die Grünen, noch die Linken, noch die FDP, sondern wählt eine kleine Splitterpartei, so dass man das als Protest wieder sehen kann. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.